Ich erkläre jetzt hier mal den Kraftstoß. Also das soll nicht zwei Bälle sein, sondern ein Ball, der fliegt. Und dann gibt es einen Fußballer, der tritt. Und wohin läuft der Ball? Das ist die Frage. Und das machen wir so ein bisschen genauer jetzt. So, so sind wir. Das hier wieder weg. Also der Ball, der fliegt, der kommt von oben nach unten. Da zeichne ich jetzt einen Geschwindigkeitsvektor ein. Die Richtung ist klar. Die Länge entspricht der Geschwindigkeit. Also wenn der jetzt irgendwie so 20, warte mal, Meter pro Sekunde habe, dann könnte ich hier jetzt im Heft 2 Zentimeter nehmen, um das zu symbolisieren, aber die Länge symbolisiert es nur. So, und jetzt gibt es einen, der Fußballer macht jetzt in diese Richtung, ja, also das zeichne ich hier ein, also in diese Richtung einen ordentlichen Schuss. Das ist hier mein, also das eine ist die Geschwindigkeit von dem Ball und das nennt man dann so Delta V, Änderung der Geschwindigkeit, die durch den Fußballer zustande kommt, so, und wohin fliegt der Ball? Und man zeichnet hier prinzipiell immer Kräfteparallelo, also nicht Kräfte, Geschwindigkeitsparallelogramm ein. Genau, mit Kräften ist das gleiche. Ich mache es hier so ein bisschen freihand, das geht schon. So, und das, was ich suche, ist die Diagonale hier. Das ist die Geschwindigkeit von dem Ball und zwar nach dem Schuss. Also nochmal so in Gänze, da kommt der Ball mit der Geschwindigkeit, der kriegt einen Tritt in diese Richtung und fliegt dann in diese Richtung. Und ich könnte jetzt die Zentimeter messen und wüsste dann, wie schnell er ist. Also ich könnte jetzt hier so einen Maßstab machen, so 1 Zentimeter entspricht 10 Meter pro Sekunde. Oder ich kann auch sagen, 1 Zentimeter entspricht irgendwie 20 Kilometer pro Stunde. Das muss gegeben sein. Ja, da muss ich mich auf so einen Maßstab einigen und dann kann ich hier mit dem Lineal rangehen und weiß auch nachher, wie schnell, also wenn die zwei blauen gegeben sind, wie schnell ist der Ball nach dem Schuss.